So, herzlich willkommen zur vierten Folge vom C++-Modul vom Anfänger zum Profi. Heute geht es konkret um eine Aufgabe, und zwar die Aufgabe lautet Fehlersuche. Ich habe hier ein Programm vorgeschrieben, ne, das was ihr hier seht, und habe in dieses Programm drei Fehler eingebaut. Ja? Deswegen habe ich es hier nochmal hingeschrieben. Achtung, dieses Programm enthält drei Fehler. So, ich lasse euch jetzt mal ein paar Sekunden Zeit. Ihr könnt auch mal am besten auf Pause drücken und sucht einfach mal, ob ihr drei Fehler findet. So, ich hoffe, ihr habt wieder auf Play gedrückt, weil ihr alle drei Fehler gefunden habt. Ansonsten geben wir das Programm erstmal in den Compiler, dann können wir mal gucken, wo er so meckert. Okay, das heißt, hier meckert er schon mal an der Stelle. Alles klar. Das heißt, hier bei cin hatten wir ja gelernt, dass wir die Pfeile nicht in die Richtung gucken lassen, sondern in die andere. Sonst gibt der Compiler das auch nicht richtig aus. Können wir mal gucken. So. Ne? Jetzt hat er natürlich hier auch noch in der Zeile, deswegen hat er eigentlich eben auch schon gemeckert, dass er ein Semikolon erwartet hätte, bevor cin kommt. Sprich, hier in der Zeile, und da sehen wir es hier hinten, fehlt ein Semikolon. Ich muss ja jede Zeile oder jede Anweisung mit einem Semikolon beenden. Sprich, hier fehlt es, ich füge es ein. Und dann meckert er immer noch, weil Zahl ist nicht deklariert. Dann haben wir hier oben noch int Zahl. Das war auch noch falsch. Und dann gucken wir jetzt mal, ob es jetzt funktioniert. Hier haben wir auch noch, noch ein weiterer Fehler für alle, die ihn gefunden haben. Sehr gut. Hier oben habe ich gerade auch gesehen. Main. Also falls euch die beiden Fehler auch noch aufgefallen sind. Sehr gut. Jetzt müsste das Programm funktionieren. Das heißt, wir geben ein 15 und die Zahl lautet 15. So, das heißt, ich hoffe, ihr habt alle Fehler gefunden, auch die beiden hier, die erst nicht geplant waren. Sprich, Main natürlich klein schreiben immer. Ja, und hier natürlich dann immer gucken, dass das hier mit der Variable übereinstimmt. Ne, kann man auch über so einen Klick, finde ich eigentlich immer ganz interessant, dann sieht man es direkt. Ansonsten Semikolon hinter jeder Anweisung nicht vergessen. Hier, hier und hier und beim Filter 0. Und ansonsten cout, Pfeile nach links, cin, Pfeile nach rechts. Ich finde halt, das kann man sich ganz gut merken, weil ich etwas zuweise. Das heißt, ich sage bei cin, ich weise das dem hier zu. Ja? Damit weise ich immer, ich zeige darauf. Ja? Und weise das dementsprechend zu. So kann ich mir das immer merken. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Aufgabe. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.